Rettungssanitäter und Feuerwehrleute bekommen oft Schlimmes zu sehen und sind auch oft hart im Nehmen. Aber es gibt Unfälle, bei denen auch gestandene Helfer am Unglücksort an ihre Grenzen stoßen. Dieser Unfall, der ist so ein Fall. Im Landkreis Märkisch-Oderland begräbt ein umstürzender Sattelzug eine Limousine unter sich. 4 Menschen sterben, ein 5. kann erst nach Stunden schwer verletzt aus dem Wagen befreit werden. Vollsperrung auf der Bundesstraße 1 in Brandenburg. Ein LKW kommt gestern Abend ins Schleudern. Der Fahrer versucht gegenzulenken, das Fahrzeug kippt schließlich um. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein mit 5 Personen besetzter PKW BMW die B1 aus Richtung Münchenberg, also in Gegenrichtung. Dieser PKW wurde durch den umstürzenden Container praktisch begraben. Wir haben bei diesem Unfall zum gegenwärtigen Zeitpunkt 4 Todesopfer zu beklagen. Bei den Toten soll es sich um 2 Männer und 2 Frauen handeln. Ein 78-jähriger Mann überlebte, schwer verletzt. Der Fahrer des polnischen LKW erlitt nur leichte Verletzungen. Die Bergung stellte sich sehr schwer dar, weil das Fahrzeug mit 16 Tonnen beladen war und wir mittels Kettensägen erst Bäume fällen mussten, um das Fahrzeug zu sichern. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Warum der Fahrer die Kontrolle über den LKW verloren hat, ist noch unklar.